ein Volk kann die Briten nicht lange aufhalten. Halte aus, Nonaki. Wir kommen. Um zum Dorf deiner Schwester zu gelangen, müssen wir an den Briten vorbei. Wir müssen eine Armee ausbilden und die Briten von unserer Seite aus angreifen. Willkommen zu... Ja. Ihr wisst schon, ich brauch's nicht immer wieder erwähnen. Okay, ich kann. Ah, okay, ich weiß, was ich kann. Gut. Ah, ja, ja, ich weiß, was ich kann. Ich kann dieses ganze Vor mehr oder weniger halten. So, das Wichtigste ist, dass ich am Anfang stark auf den Putz haue. Ich brauche 2 Mühlen, bevor ich anfange, irgendwas anderes zu machen. Das ist der schnellste Weg, an Nahrung ranzukommen. Viele sind drauf, 9, und danach muss ich mit Holz weitermachen. Neun, dann auch noch der und dann geht es nochmal weiter. So, was brauche ich für die Entwicklung? Holz. Das heißt, ich brauche Holz wegen verschiedener Dinge. Schauen wir mal. Ah, verbünden Sie sich mit den anderen Haubusinnen in der Umgebung. Gut. Gut. Dafür brauche ich dann aber mehr Holz. Das bisschen Nahrung. Hä, kommt ihr hier entlang oder? Was habe ich verpasst? Ah, okay, okay. Ah, nee. Ah. Hä, komme ich da runter? Nee, ne? Nee. Wie kam da ein Brite hoch? Da ist ein Dorfbewohner. Ihr bleibt mal da. Ready. Habe ich genügend Gold? Hab ich. Mache ich zuerst dieses hier oder? Eigentlich schon, weil es nämlich die da oben schützt. John Lander. Nee, machen wir erst das Upgrade, dann haben wir mehr Nahrung. Wahrscheinlich kamen die von unten.
weil man da hoch kann. Komm, mehr Nahrung. Danke. Machst du Blödsinn? Sieht nicht so aus. Oh, das ist ein Dorfbewohner. Den würde ich sehr gerne bergen. Ich habe nur der Typ und der kann nix. Wie traurig. Ach komm, leck mich doch fett. Das kann jetzt echt nicht sein. Das kann doch jetzt echt nicht sein, dass der mich jetzt schon auseinanderpflückt mit so einer Armee. Oh. Kommt der überhaupt hierher? Doch, da ist der. Ich glaube, der wollte mich einfach nur nicht näher an seinem Lager haben, kann das sein? Einfach nur Mutter der Sicherheit. Okay. Auch wenn ich überreagiert habe, werde ich diese Dorfbewohner woanders hinstellen. Das kann jetzt nicht sein, als ob er jetzt gleich von Anfang an mich versucht zu pflücken. So, dann habe ich oben auch einen Dorfbewohner. Das ist halt der unschätzbare Vorteil. Warum? Ey, das ist so unfair. Ich kenne den Grund nicht mal, warum der mich jetzt so abflext. Oh, du willst mich nur dezimieren, ich sehe es schon kommen. Ja, jetzt geht er. Ja, was habe ich da runtergeholt? So ein Krieger wahrscheinlich. Das ist so unfair. Alter. Ja. Was soll ich dagegen machen? So, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber das ist so unfair. Ja, dagegen habe ich auch sicher eine Chance, ne? Es läuft so wie in der letzten Runde. Wieder mit zwei Dorfbewohnern alles aufreißen. Wetten? Ja, ich kann davon eh nichts holen.
So, und was bringt mir das jetzt? Komme ich zufälligerweise doch nach oben? Okay, die Hoffnung war da. Guck mal. Was willst du denn jetzt hier? Geh einfach weg. Hier oben mein Zeug hinpflanzen. So, was anderes sehe ich nicht. Und wenn sie jetzt hier angreifen, dann muss ich mir wirklich was überlegen. Weil dann muss ich mit den Heimatskarten spielen und das wollte ich ursprünglich nicht. Das hört sich gut an. Jetzt kann ich mehr von denen ausbilden, okay. Ja, anstatt mehr Holz zu sammeln, ich brauche mehr Nahrung. Am besten brauche ich dann ein zweites Dorfzentrum. Ich brauche Platz. Muss da so einige Türme hinklatschen, damit die vorerst nicht durchkommen. Boah. Ja, ich versuch's weiter, weil ich's kann. Gab es einen Trigger? Ich behalte die mal hier. Vielleicht ist das wieder dasselbe Speerprinzip. Dann mache ich aber so. Wenn du jetzt petzen gehst, hasse ich mein Leben. Auftrag? Ja. Verstanden. Heil? Unter. Unter. Heil? Unter. Obwohl, ja, ihr könnt so machen, ne? Und dann davon das Fleisch, das erlegte Fleisch nehmen und damit Dinge machen. Das ist mir jetzt gerade etwas lieber. Au, au. Ah, der Priester, wie uncool. Der ist jetzt nur dahin gerannt, um ein paar meiner Außenposten wegzumachen. Okay. Lag das dran, weil der Pekinier am Anfang durchgelaufen ist? Du bist ein schlechter Herr.
Piu piu. Und dann noch die Gattersäge will ich haben. Ja. So, hier kann ich mir jetzt Nahrung holen lassen. Ja, da machen wir noch die Waschgoldmine. So, und dann will ich mich wieder zurück auf den Platz setzen lassen. Früher oder später halt. Ist das wirklich so gewollt? Jedes Mal aufs selbe so eine große, nervige Kacke? Mich einfach nur zurückgeschlagen. Es gibt keine anderen Gründe. Lag das dran, dass ich zu nah an seiner Kolonie war? Ich weiß es nicht. Ich kenne den Grund nicht. Wieso habe ich hier ein Gatter gehört? So, mit denen gehe ich auf Reisen und gehe drumherum. Ach komm, leckt mich. Jetzt geht das wieder los. Du bist nicht so stark, du musst dir jetzt deinen Vorteil erarbeiten. Ich will nämlich wissen, was auf der Seite da ist. Da unten kann man noch Holz hacken gehen. Du gehst mir nicht petzen, mein Lieber. Gibt es auf der anderen Seite was? Ja, probieren wir das einfach mal aus. Was haben wir zu verlieren? Wenn nicht, dann werde ich nicht davon absehen können, es leichter zu stellen. Das kann nicht sein, dass der mich jedes Mal rusht. Also ist es nicht unmöglich. Ich werde nach 10 Jahren höchstwahrscheinlich auch so weit sein, dass ich... Ja, komm, du mich auch. Geh einfach weg.
Ja, es kann nicht sein, dass er mich jedes Mal so hart auseinandernimmt. So, habe ich hier unten Dasendrehe. Nee, es kann nicht sein, dass der mich jedes Mal so sehr. Ja, er kann jederzeit das Dorf wegmachen. Das ist so sinnlos wieder. Guck mal, und das Traurige ist, er hat nicht mal genügend. Er hat nicht mal genügend Platz für sein Zeug. Ja, so, wenn ich ein bisschen in Ruhe gelassen werde am Anfang. Ich hätte den jetzt schon angreifen können. Aber gleich Nahrung, Gold, Milizen, irgendwie versuchen im Schach zu halten. Das ist einfach nicht meine Art. So, ein paar gehen jetzt für mich Dings machen, das ist okay. Ja, das wäre auch noch geil. Ja, weil nämlich die Sachen kann ich noch nicht machen. Okay, da waren Dorfbewohner, das wollen wir natürlich nicht. Wohin? Nee. Bitte sagt mir jetzt nicht, dass ihr meine Hauptbase gefunden habt. Diese Mission ist unschaffbar. Ja, wie mache ich das? Also, die Strategie wäre, nächstes Zeitalter, weil Handelszeitalter kann ich vergessen, irgendwas zu machen.
Gold gehen, alles Mögliche und ihn dann angreifen. Attackieren. Bliblablub. So, und alternativ warte ich jetzt hier bis. Ja. Bitte rennt jetzt nicht zu mir. So, du hast gesehen, dass da was ist. Bleib einfach da stehen, bitte. Bitte. Gib mir Zeit. Ja, weil ich. Nein. Do it not. Ja, mir ist weg. Och, nö. Das ist, weil ich die drei Jäger da abgezogen habe. Tut es nicht. Komm, wenn du mich leben lässt, hast du. Willst du da unten die Dorfbewohner wegmachen? Nein. Nein. Bitte mach einfach nur die weg. So viel Bevölkerungslimit habe ich nicht. Er läuft weiter. Nein. Bitte tu's nicht. Scheiße, es sind so viele Dorfbewohner. Nein, das darf so nicht enden. Hilft da jetzt mit. Ne, verloren. Da kommen sie und reißen mir den Hintern auf. Die haben keinen. Ne. Ich das doch noch nicht irgendwie hin.
Nein. Nee, das ist ein Restart. Um zum Dorf deiner Schwester zu gelangen, müssen wir an den Briten vorbei. Wir müssen eine Armee ausbilden und die Briten von unserer Seite aus angreifen. Yes? He was. Gut. Dann machen wir es diesmal anders. Dann machen wir das jetzt richtig spaßig. Dann schwitze ich jetzt richtig rein. Wenn schon, denn schon. Dorfbewohner Nahrung. Nahrung muss erst. Gut, wenn die KI das so will, dann fick dich ins Knie. Dann fick dich bitte aber komplett ins Knie. Dann kriegst du jetzt meine richtige Schwitzer-Taktik. So, du stirbst. Noch sollt ihr nicht kommen. Gut. Bisschen Holz nach und nach ist nicht schlecht. Ich hoffe, das klappt so, wie ich es mir vorgestellt habe. Nahrung, Gold. Ja, jetzt ist der von vorbei, egal. So, wir holen uns den Schatz. Also, falls irgendwer fragt, was ich... Fickt euch doch ins Knie! Jetzt mal ganz im Ernst. Das ist nicht so viel. Das ist eine Schar von Musketieren. Das heißt, ein Stall würde helfen. Gut, ein Restart gibt es hier noch. Danach gebe ich auf.
Um zum Dorf deiner Schwester zu gelangen, müssen wir an den Briten vorbei. Wir müssen eine Armee ausbilden und die Briten von unserer Seite aus angreifen. So, was ich sagen wollte, ein Restart gibt es noch. Und wenn dieser nicht erfolgreich ist, beziehungsweise wenn die mich jetzt noch einmal so richtig rausklatschen, dann muss ich sagen, sehr schwer, ich verstehe es nicht. Das Problem ist, ihr seht es ja, also mit den Musketieren wäre ich fertig geworden. Ganz ehrlich, Musketiere, kein Problem. Das Problem an der ganzen Sache ist die Kanone. Denn im Eigentlichen hätte ich dann Musketiere mit Musketiere Bekanntschaft machen lassen. Also ich fange jetzt hier immer wieder den Speer ab. Und fertig. Aber das Problem, was wir hier haben, ist einfach, dass... Das Problem ist einfach, dass ich... Also dass der Speer halt irgendwann kommt. Und dann kommt die Kanone. Und mit der Kanone kann ich keine riesen Armeen aufstellen. So, und dementsprechend kann nur einer meiner Leute rumrennen. Beziehungsweise der muss hier stehen bleiben. Und der hier muss hier stehen bleiben. Muss ich schauen, dass ich irgendwie dazwischen was mache. Es kann nicht sein, dass er mir so schnell den Arsch aufreißt. Die Frage ist, kann ich den Angriff auf die hier oben lenken? Wenn ja, wäre es möglich. Ich will aber, also ich will jetzt hier nicht zu viel Zeit reinstecken. Es ist zum Verzweifeln. Ja, drittes Festungszeitalter, also das dritte Zeitalter rushen, dann Mühlen hinknallen. Noch und nöcher, da oben war wer? Mühlen rushen, Dorfbewohner spammen, Türme hier aufstellen und dann halten. Mit Musketieren, mit einer Handvoll Kavallerie. Das geht irgendwie. Das Problem ist, dass die sehr schwere KI nicht in seinem Stuff bleibt, sondern einfach reinrennt. Und dir den Arsch auf... Dir den Arsch aufreißt. Die Frage ist auch, kommt der Speer immer von oben? Wenn ja, könnte ich ihn natürlich hier halten. Und dann mir mit ein paar Leuten links und rechts hinstellen. Um alles andere, was kommt, so ein bisschen abzuhalten. Dann hätte ich hier so eine kleine Insel. Einer der Gründe, warum ich das Dorfzentrum nach links stelle, ich will nicht von den Speeren gesehen werden. So, einen Forster. Einer, der nach da oben hingeht. Beziehungsweise der Rest geht jetzt nur noch permanent nach oben. Ich brauche nicht mehr Nahrung. Ich bekomme schon so viel, dass... Ich sage, dass ich... noch einen nehme, der da hingeht. Gut. Rechts irgendwo ist noch eine Mine. Da oben ist zwar der Handelsposten, aber den kann ich mir abschminken. Sobald er ihn sieht, rennt er dahin und... Tschüss, Boys. Ja, eine zweite Möglichkeit, das zu schaffen, wäre, mich mit meiner Heimatstadt auseinanderzusetzen. Das ist natürlich auch klar. Ich habe mir aber so ein bisschen ein eigenes Ziel gesetzt, und zwar ohne die Handelsstadt das zu schaffen. Denn, ja, eigentlich geht das auch komplett ohne. So, und ihr seht es jetzt, mit Tieren geht das ein bisschen einfacher, das ist ein guter Start, das mache ich eigentlich nie, weil die 400 Holz, die du hast, die solltest du immer anders verwenden. Und zwar, das habe ich auch noch nicht gemacht, das wäre noch eine Möglichkeit, effizienter zu sein. Du nimmst den Marktplatz, da gibt es natürlich den Fokus, sammelt Fleisch von erlegten Tieren schneller, sammelt Holz schneller, das habe ich jetzt ganz vergessen. Also, wer das ganze Speedrun will, muss ein bisschen anders spielen.
So, und alleine jetzt schon, das ist komplett ein anderes Ding. Ugh. Ich habe Ruhe. So, mehr brauche ich. Obwohl doch, ich brauche mehr. Und zwar. Hack mal bitte den Baum hier weg. So. Jetzt seht ihr es, Holz, Nahrung, kein Problem. Ich baue mir mein Haus. Meine persönliche Residenz. Er stampft wieder mal eine Armee aus dem Boden. Toll. Du gehst weg. Wenn du mich spottest, bin ich richtig mad. So, und jetzt brauche ich gar nicht mehr so viel Dorfbewohner. So, guckt, wir haben jetzt das nächste Zeitalter erreicht. So, hallo. Oh. Noch ein Dorfbewohner. So, Holz. Und dann gehen wir jetzt mal drauf zu mit Holz unser kleines Halleluja zu feiern. So, die nächste, also was sind die nächsten Teile? Wir können den Zeitalter drin bleiben. Aber wir sollten unsere Kaserne uns so echt spät entdecken lassen. So, ihr seht es auch, ich habe in Klammern nur 25 Dorfbewohner. Was war da? Nahrung. Nahrung sollte aber dementsprechend florieren, deshalb finde ich Mühlen immer besser. Weil, ja. Es ist einfach viel konstanter. Ich hatte gerade Paranoia. Brauche ich das? Ja. Also jetzt, wo ich gerade keine Dorfbewohner ausbilden kann, kann ich auch hier rauf gehen. Ich nehme mal 4 mit und schaue, ob es in die Richtung auch Nahrung gibt. In Form von Tieren. Nee. Sieht nicht so aus. Dann geht mal zurück. So, was ist jetzt die Strat? Wir bauen einmal eine Mühle. Und die Nahrung, die wir daraus bekommen, und die Nahrung, die wir daraus bekommen, tun wir jetzt für Musketiere und Kanoniere einsetzen. Gut. Da oben ist mehr. Dementsprechend bitte nach da oben gehen und Hunter machen. Kreissäge, ja, wichtig. Die zwei sind eigentlich shit egal. Wenn ihr es genauer wissen wollt. So, denn wir brauchen jetzt Holz. Denn wenn wir Holz haben, sind wir glücklich. Holz und
Wo ist es das? Ah ne, das braucht ein bisschen mehr. So, ja. Könnten uns sowas wie eine Falkonette holen. Machen wir aber erstmal nicht. So. Dann ist es noch wichtig, immer genügend Häuser zu haben. Geh mal ein paar Schritte nach vorne. Das ist sehr wichtig. Drei, vier, zehn. So, jetzt ist es. Ich habe da nur einen roten Punkt gesehen und bin gleich am Ausschlagen. Machen wir noch zwei Nothäuser hin. So, und hier rein kommt dann die Mühle. Die da oben lasse ich ihr Ding machen. Ich bilde sowieso permanent Dorfbewohner aus. Und ein kleiner Tipp, zwischen 40 und 60 Dorfbewohnern ist ganz normal. Jetzt haben die Deppen sich ausgesperrt. Merke, ich kann da unten nichts hinstellen. So, jetzt haben wir hier 7 Stück. 7, 1, 2, 3. So, wichtig ist auch, diese ganzen Verbesserungen zu machen. Wenn ich die Verbesserung von den beiden aufs Maximum gemacht habe, dann stelle ich eine Armee zusammen. Davor würde ich es niemandem empfehlen. Ja, weil dessen Armee ist a little big. Nebenbei sind da nur 8 drauf. Ja, ich würde die Häuser eher in Nischen oder so reinklatschen. Na gut, eine andere Möglichkeit habe ich gerade nicht. Bitte Licht von draußen. So, jetzt kann ich mehr sehen. So, von wem brauche ich mehr? Von... Naja. Wisst ihr, wenn wir dabei sind, machen wir gleich noch ein Zeitalter. Ein bisschen brauchen wir noch. Wichtig ist auch, dass wir an das Upgrade hier rankommen. Dann gleich. Nach dem Zeitalter, weil wir jetzt gerade so schön dabei sind. Er lässt mich aber auch komischerweise lange in Ruhe. Liegt das wirklich dran, weil der Speer nichts gesehen hat? That's so weird. Ja, 10 Musketiere. So. Du bleibst hier schön weg. So. So, jetzt kümmern wir uns um die anderen Verbesserungen. Nämlich, wir wollen später gute Infanterie haben.
Stell hier drei Türme auf, wenn meine Armee steht. So, und die macht quasi gerade, also die hacken gerade dort die Holzdinger weg. Nein! Okay, wir haben noch eine Chance. Wie viel kostet das? Los! Komm ran. Da kommen sie. Okay. Ich brauche noch eine Kaserne, bitte. Weiter weg. Das schaffe ich. Das sind so viele. Das schaffe ich. Sie sind nur nicht gut. Keine Sorge, sie sind nur nicht gut. Kann ich nicht auf so eine Einheit tun. Ich kann halt nichts gegen seine Kanone machen. Stress. Keine Nahrung. Ihr seid einfach nur stark. Das ist euer einziger Grund, warum ihr jetzt nicht nach vorne gegangen seid. Es hätte etwas länger sein sollen, dann hätte ich es geschafft. Gegen die Grenadier. Nee, ich gebe hier an der Stelle auf. Ihr seht es, jetzt kommt Pferde. Ich werde wieder gnadenlos überrannt. Sobald ich aufgehe. Manche sagen, es sieht knapp aus. Nee. Und zwar, was hätte mir gefehlt? Das Upgrade für die Musketiere. Und noch die Türme. Dann hätte ich es geschafft. Ich gebe an der Stelle auf. Und werde dann nach einem Cut wieder da sein, nur normal. Um zum Dorf deiner Schwester zu gelangen, müssen wir an den Briten vorbei. Wir müssen eine Armee ausbilden und die Briten von unserer Seite aus angreifen. So, probieren wir das ganze Gezedere nochmal. Das Ding ist, sobald ich das einmal aus den Augen lasse, das ist... Oh. Kann ich absolut gar nicht leiden. Den Holzbündel, den könnt ihr euch später holen. Gut, diesmal machen wir das Ganze einen Tick schneller.
Gut, wenn wir nämlich schon... Gut, weil wenn wir nämlich schon so weit sind, haben wir genügend Nahrung zusammen. Also das ist jetzt die normale Schwierigkeit. Ihr könnt mir gerne vorwerfen, dass ich kacke bin. Aber wenn ihr die Folge davor gesehen habt, nö. Es ist halt wieder so ein Zeitaufwand. Wie lang ging die Folge so? Insgesamt 3 Stunden. Ich will gemütlich diese Folgen machen. Ich kann das. Keine Sorge. Wir können später gerne mal eine Liste führen. Das wird sowieso niemanden interessieren. Aber sagen wir mal, würden jetzt 10 Leute sagen, nee, schafft das bitte in der und der Zeit. So, beziehungsweise auf dem Schwierigkeitsgrad. Ja, mache ich gerne. Aber nicht in so einem, in Anführungszeichen, Let's Play. Ich muss den ganzen Scheiß schneiden. Und was weiß ich. Und es macht einfach keinen Sinn und Spaß. So, wie sehe ich denn aus? Sehe ich so aus, als müsste ich mich Ewigkeiten auf so einen Scheiß einlassen? So. So, ich brauche Gold. Nee, ganz ehrlich, ich habe Besseres zu tun. Ich habe auch nicht Bock, 10 Jahre dasselbe zu tun. Ja, verstanden. Angriff. Jawohl, verstanden. Das fuckt mich jetzt schon wieder so unglaublich ab. Er hat mich gesehen. Also den Run, den nehme ich noch nicht so persönlich. Ich möchte nämlich schauen, was passiert, wenn die auf normal mich treffen. Greifen die mich gleich an? Vernichten die mich? Bla bla bla. Hat der Entwickler vergessen, dass ich auch eine zarte Seele habe? Ich habe da Pikiniere gesehen. Musketiere. Vielleicht reißen die mir jetzt auch gleich den Arsch auf. Okay, definitiv kommen da Leute. Nur nicht so viele. Okay, sie haben einen Dorfbewohner getötet. Das kann ich noch mit mir vereinbaren. Ah. So, wenn für den Anfang so ein bisschen was herkommt, absolut kein Problem. Aber wenn mir gleich der Arsch aufgerissen wird, wenn man mich sieht, das macht einfach keinen Spaß, ganz ehrlich. So, jetzt folgendes Szenario. Ich bin da, keine Sorge. So, jetzt habe ich da meine kleine Armee. Jetzt lasst mich noch ein bisschen was machen. Und dann könnt ihr gerne mir versuchen, den Arsch aufzureißen, wenn ich auch die Möglichkeit habe, es zu verhindern. So, denn ich will jetzt erstmal Holz haben. Naja, beziehungsweise... Ja, ich habe jetzt 3, die Holz machen, das reicht mir. So. Dann. So. Dann hatte ich jetzt sogar mal Zeit für ein bisschen Deko, ist doch auch schön. Bevölkerungslimit zu niedrig, ich mag euch auch nicht.
Also, diese Anfrage auf 300 Nahrung oder 2 Dorfbewohner ist tatsächlich ziemlich interessant. Denn hier, da, also, damit wird quasi suggeriert, ihr möchtest du schnell was haben oder möchtest du mehr haben, aber halt nicht gleich. So, und hier habe ich viel zu viele. Oh. Also, diese KI stelle ich jetzt mal in Frage aus dem Punkt, da sie immer wieder auf meine auf meine Dorfbewohner geht, wo ich mir so frage, hä? Aber hat die überhaupt eine richtige? Ja, man merkt richtig so den Unterschied. Der kommt, also die schwere KI, die stellt eine Kanone her und rennt mir dann den Arsch damit ein. Aber hier so, ja, ich dümpel vor mich hin, ja. Vor allem sind die Viecher am Anfang sau stark. Oh, Mama, ab jetzt Holzfäller, denn die kann ich auch gut gebrauchen. So 1000. So, mehr Dorfbewohner und da oben ist dann die nächste Goldmine, wo ihr jetzt hingeht. Und ein Großteil von euch. Oh, da oben geht's weiter. Dann viel Spaß, Hunter. So, und das Tolle hierbei macht mich hier nicht sauer. Ja, und das Tolle an dieser Strategie ist, man kann sogar fast ins nächste Zeitalter. Warum? Weil ich es konnte. Das werde ich auch tun. Ganz ehrlich, was hält mich denn davon ab? Oh, da kommen die nächsten. Obwohl nicht ganz. Ich werde noch 5 Musketiere mehr herstellen. Obwohl brauche ich doch nicht. Die sind sehr unbeeindruckt. Nee, aber guckt es euch an. So, ja, ich schürfe mein Gold. Ja, hier ist ein bisschen Nahrung. Ja. So sollte es sein und nicht auf sehr schwer einfach einem den Arsch aufreißen. Ja, weil man es kann. So, und dafür brauche ich jetzt 2000, muss schnell noch ein Tier finden. So, viel Spaß euch. Nimmt das Tier kurz aus.
Ich bin im nächsten Zeitalter und das ist dann auch sehr gut, weil dann kann ich richtig anfangen. Sehr traurig einfach nur. Musketiere, denn Fischerboote bekomme ich nicht. So, dann tun wir hier weitermachen. Sammeln Holz viel schneller. Ja, das brauche ich auch. So spielt man das Spiel richtig. Also jetzt auf normal. Ja, ich würde das ziemlich scheiße vorkommen. Aber ja, ist es auch, wenn man nicht richtig spielen kann. Waschgold. Das. Ja. Und so gewinne ich. So, und später mache ich auch das alles, wenn ich dann genügend Geld habe. Und eine Sache, die ich jetzt mache, weil ich es gerade kann, ist eine Mühle und eine zweite Mühle. Und die werden dann voll besetzt sein später. Ja. Fertig. Und ab jetzt Dorfbewohner ausbilden, bis man bei 60 Stück ist. Und das Thema ist gegessen. Und nee, wir machen immer noch weiter Dorfbewohner, denn... Sag mal, also, das sind ja auch keine richtigen Angriffe, so nach dem Motto. So, und hier kann ich sogar rumtrollen. Einfach mit allen die Musketiere bis zum Ende. So, Mühle nebenbei verbessern. Sehr wichtig. Hier haben wir jetzt nochmal 10 Musketiere. Und das, was ich jetzt brauche, sind Dorfbewohner. Nee, Holz. Meine ich. So, dann lasse ich hier so einen kleinen Stegdings frei. Das soll alles durch einen Häuserblock ersetzt werden. Bauen wir da noch ein Haus in. Hier unten kommen dann die Goldwaschdinger. Aber erstmal brauche ich mehr Dorfbewohner. So, da unten drauf. Denn Gold an sich brauche ich gerade nicht. So, zack. Cool, zwei Mörser. Ja, genau, zwei Dorfbewohner. Die machen hier den Block weg, dann die Blöcke und dann GG, easy. Das da sind 8 darauf, plus den da, dann sind es 10. Ja. Dann habe ich meine Nahrungsversorgung auch so hinter mir. Und ihr macht jetzt so eine Sache. Sind drei. Drei. Sind sechs. Sind 10. Gut. Dann brauchen wir jetzt noch unendlich. Oh, das Bevölkerungslimit zu niedrig. So, dann das, was ich danach am dringendsten brauche, ist Holz. Dementsprechend alles.
Was ich besitze, wird zu Holz. Oh, es gibt bald Essen. So. Ja, jetzt brauche ich Häuser. Und den Häuserblock will ich so behalten. Danach will ich alles, will ich, dass die da hinten Holzdingens machen. Und ab jetzt gehe ich noch auf die zwei Erweiterungen, weil die wichtig sind. Kunstdünger und Münzen habe ich gerade genug. Ich habe nur nicht genügend Nahrung. So, und dann, weil es nur ein normales ist, kann ich dagegen Dings Musketiere spammen, wie ich will. Dann gehen wir ab jetzt auf die Nahrungsquellen, denn wir haben 41 Dorfbewohner. Jo. Briten haben das Festungszeitalter erreicht. Unschön, aber passiert. Das Arsenal brauche ich noch. Ich komme nicht dazu, Holz zu sparen für die letzten Verbesserungen, um mal anzufangen mit Skittieren-Spam. Weil ich halt gerade so viel Holz benötige. Hä, welcher Gutshof hat einen Dorfbewohner weniger? Der da. Ja, geht mal darüber. So, alles, was nicht mit Holz zu tun hat. Gut, hat alles, was mit Holz zu tun. Super. So, dann das. Und danach geht das von den Musketieren. Und im Idealfall hat man dann auch noch zwei Gutshöfe. Da kommt die nächste Patrouille. So, was ich auch mache, das ist jetzt die Truppe, mit der ich... mit der ich die Sachen links und rechts einnehme, denn das sind sekundäre Ziele und die sollte ich einhalten. So, dann habe ich das auch zusammen und ab jetzt alles andere. Zweihundert Holz. Genau, Dorfbewohner übereinander stapeln, um ein Gebäude zu bekommen. Ist das nicht eine lustige Vorstellung? So, die bekommen dann gleich mehr. Commandement. Nämlich, ich will in der Theorie ein zweites Gutshof. Denn mein Gold kommt nicht nach. Also, die Faustregel ist natürlich,
20 Holz, 20 Nahrung, 20 Gold. Manche machen mehr, was auch Sinn ergibt, wenn du halt spammst. Dann brauchst du nur so um die 100 Truppen oder so. Aber das würde ich den Anfängern nicht empfehlen. So. So, der zweite Gutshof. Nein. Acht. Neun. So, jetzt habe ich da auch 10. So, dann noch diese Unterlassungsschrift. Bitte lassen Sie es. So. Dann baue ich nur noch ein paar Türme und dann geht's ab in die Luzi. Ja, das hat mal denen gehört, würde ich sagen. Boah, da kommen jetzt die Mönche und schlagen sie. Wundarzt und Priester. Was wollen die von mir? Priester hauen mich! Oh nein, die Priester des Todes. Die Wundärzte schlagen zurück. Ja, wie sind denn die Wundärzte von denen drauf? Ich mach doch noch gar nichts. So. Kann ich eigentlich noch Zeit? Also es gibt danach noch ein Zeit. Naja, doch nicht. Auch okay. Gut. Dann noch hier einer hin. Hier einer hin und dann will ich da noch einen haben. Und dann gehe ich einfach nur noch in Angriff. Dann, ne? Obwohl nicht ganz. 400 Holz brauche ich danach noch. Ne, noch viel mehr. Es juckt den nicht, dann farm ich seinen Dorfbewohner ab. Nee, ich lass das mal.
Ah. So, dann würde ich mal sagen, let's go. Oder auch noch nicht, weil mir. Weil mir gewisse Dinge fehlen. So, wieder zurückziehen. So, ihr haltet einfach nur noch hier. Und ja. Foster. Gut, dann habe ich ab jetzt Spaß. So, das, was mir irgendwann mal in den Weg kommen wird, ist das Gold. Aber ganz ehrlich. So. Habe ich sowas wie einen Heiler? Wahrscheinlich nicht. Ja, ich könnte. Nee, komm, mach mal einfach wieder. Die Musketierparty, wie wir sie kennen. Und lieben. Mal schauen, kriege ich einen Heimvorteil zunichte mit einfach nur ein paar Musketier spammen. Habe ich den ein? Ja, habe ich schon zum Besten ausgewählt. Ausgebildet. Ja, ich hab grad wieder meinen Spaß. So. Guck mal, es ist alles sowas von chillig. Und man, sie hat Spaß, ein paar Dorfbewohner zu drangsalieren. So, macht mal bitte das Tor auf. Wir müssen weiter angreifen, egal wie hoch die Verluste sind. Wenn die Briten gegen uns kämpfen, können die Irokesen einen Angriff von der anderen Seite starten. Können, aber. Kannst du auch alternativ lassen. Guck mal, es reicht schon sowas. Das ist normal. Also der Schwierigkeitsgrad normal. So, das Schwierigste war jetzt die Kanone. Oh, toll. Okay, hier ist eine zweite. Die machen wir weg. Obwohl, nee, nee, machen wir ja nicht. Wir wollen nur so ein bisschen Unruhe stiften. Guten Tag, ich bin eine Falkonette.
Ja, und das Ganze kann ich jetzt bis in die Unendlichkeit steigern, weil ich stark bin. Ah! Jetzt knallen wir noch eine Kirche hin. Ja. So, ich spamme immer fünf Musketiere und was macht er? Im Grunde gar nichts. Diese Irokesenkrieger werden die britischen Bleichgesichter büßen lassen. Zerstören Sie alle den britischen Kane. Zerstören Sie alle britischen Gebäude, um Kane und die Nohake zu verbinden. Okay. Ja, die haben nix. Wie auch immer die es schaffen, nix zu haben. Ja, egal. Ja, gut, kommt, Musketiere. Dann stelle ich schon von euch überall welche hin. Dann noch ein paar dahin. So, das ist normal. Okay. Ich fühle mich verarscht. Ich bin mit einer Handvoll Musketiere da einmarschiert. Und dann sowas. So. War ja auch keine Lust mehr. Ja, gleich habe ich Ausbildungslimit. So, weiter geht's, meine lieben Leute. So, jetzt mache ich den Turm weg und jetzt ist dann nur noch dann diese Mauer. Für den emotionalen Augenblick. Geil. Nächste.
Bruder, wo warst du? Wir wurden aufgehalten. Der neue britische Gouverneur Warwick. Er kennt dich, John. Erde sollten wir bekommen, wenn wir dich übergeben. Wir haben sie verjagt. Am nächsten Tag dieser Angriff. Warwick braucht nicht nach mir zu suchen. Ich gehe zu ihm. Es waren zu viele, General. Wir konnten sie nicht aufhalten. Der eingeborene Pöbel lernt britischen Soldaten das Fürchten? Ihr enttäuscht mich, Captain. Auf Seiten der Irokesen kämpften Söldner. John Blacks Männer. Sieh an. Der Fuchs hat also endlich seinen Bau verlassen. Bringt euch in Ordnung, Captain. Auf euch wartet Arbeit. Bringt Blacks Onkel zu unserem Fort im Westen. Er wird mir verraten, wo der Jungbrunnen ist, bevor er stirbt.